Hallo und willkommen zu TrueLab.exe, ein Undertale-Horrorspiel, das so laut ist, dass mein Headset am liebsten wieder durchs Fenster werfen würde. Ich würde sagen, wir labern nicht lange in der heißen Reihe rum und fangen direkt an. Und da sind wir schon im Spiel, mit dem Pfeiltasten am Start und gehen in das Labor des Vertrauens und der Liebe. Und es ist ein Spiel, das meine Daten klaut. Wie schön, kenne ich von gar nichts anderem. Gibt's Leute? Hallo, was bist du? Du funktionierst nicht. Hallo, was bist du? Du funktionierst nicht. Funktioniert dieser Schrottbude überhaupt irgendetwas? You found a red flower. Wie schön. It contains a blue cinnamon. Beautiful. Ich mag blue cinnamon auch. Hier noch etwas, vielleicht da. Das funktioniert auch nicht. Du sollst nicht da sein, Julian. Wie schön, ich werde wieder begrüßt. Kann ich wieder zurück? Es ist abgeschlossen. Wechsel dich, ich gehe durch eine Türe, mach's hinter mir zu. Zack, sie ist abgeschlossen. Ketchup. Sans, warst du mal wieder da? Du hast dein Ketchup verloren. It doesn't work. Funktioniert überhaupt irgendetwas? Hi, Elphys. Da ist eine Notiz neben der Leiche. Auf ihr steht: Es tut mir so leid. Ich wollte sie nicht in diese Dinge wechseln, tun. Okay, es wird nichts anderes. Aber Elphys, das ist doch kein Grund, direkt den Kopf zu verlieren. Okay, der war schlecht. Der war zu schlecht. Das soll eigentlich instant umgelegt werden. Nonni? Was war das? It's locked. Wie schön, dass es abgeschlossen ist. Oh, ein Zettel. Es ist ein Zettel. Da drauf steht. Was passiert mit mir? Keine Ahnung. Was passiert denn mit dir? Tell me. Tell me your story. Hi, Flowey. Flowey, the flower. Die Psychoblume. Was hat das gerade für eine Aktion? Kann ich hier übrigens einen Frisk Moonwalk machen? Nein, ich kann einen Frisk Moonwalk natürlich nicht machen. You found a red flower. Wie schön. Noch eine rote Blume. Yay. Bringt die mir... Boah. Bibi, it's a distress signal. It reads. Oh, sorry. Mein Face. Mein Gesicht. Es schmilzt. Bitte. Mach den Schmerz weg. Jemand. Nein. Erwecken's nicht. Ich gehe auch ihm zur Arbeit. Es ist so scheiße heiß. Mein Gesicht wird direkt weggeschmolzen. Liebt es nicht auch? Hey. Oh, ein Raum. Ein eckiger Raum. Ich mag... Toriel? Was du das? Gott, Mama. Gott, Mama, was machst du da? Toriel? Toriel, was soll die Scheiße? Boah. Ich hab Gänsehaut, ey. Bitte, töte mich. Jawohl. Ich sagte jawohl. Du brauchst einen Tod. Du siehst auch ein wenig sick aus. Beende es. Jawohl. Ich versuch's doch schon, Goldmama. Doriel. Ich tu doch alles für dich. Es tut weh. Ja, dann lass mich doch dich treffen.
irgendeinem Grund funktioniert es nicht so ganz. Ich kann nicht. Was kannst du nicht? Sterben? Diese Feststellung habe ich auch schon gemacht, dass du aus irgendeinem Grund nicht stirbst. Oh. Was soll die Scheiße? Das tut weh. Das tut meinem Herzen weh, ey. Mein Herz hat dafür ein Dislike auf Facebook abgegeben. Es ist immer noch abgeschlossen. How fucking nice. Okay, wo musst du denn jetzt hin? Elvis? Was haben wir über das Verlieren von Köpfen gesagt? Du hast deinen gerade, glaube ich, endgültig verloren. Ist nur so eine Vermutung, Theorie und Behauptung. Hier unten ist auch nichts. Wie schön. Warte eine Sekunde, wie lang war dieser Flur? Wo ist der Rest von Elfis Körper? Ich hätte da zumindest rein. Ja, ich kann jetzt da rein. In ein langes, dunkles Etwas. Anscheinend. Lauf, Forest, lauf. Warum ist da drin so dunkel? Und wie lang ist dieser Raum? Das war ja auch mal eine gute Frage. Findet ihr das nicht auch? What the fuck? Was soll diese Scheiße? Warum bin ich in dem Ding drinne? Und warum komme ich da jetzt nicht mehr raus? Nee. Hallo? Why didn't you quit? Keine Ahnung. Warum ist da... What the fuck? Warum ist da jetzt ein Bild? Okay. Also, was ich jetzt noch versuche, ist zu schauen, finde ich alle Blumen. Am Verdacht, dass dann noch irgendetwas anderes passiert. Außer dass Jera aus irgendeinem Grund mich nicht unbedingt lieb hat. Muss also mit allem interagieren. You found a red flower. Ihr werdet diese Anzeige für die Blumen nicht sehen. Da ich glaube dort drauf meine Facecam habe. Ausplatzieren meine Facecam-Freund Travis in eine andere Ecke. Aber das wird dann ja noch Arbeit. Dann soll es nicht da sein, Julian. Sind wir jetzt hier wieder bei der logischen Tür? Bei der logischen Tür all unserer lieben Freunde und Verwandte. Hi, Office. Du bist immer noch tot, oder? Ist ein wenig rapide eskaliert da anscheinend. Und da, was ist das, was da an uns vorbeifliegt? Ist da eine rote Blume drinne?
Ich muss einfach alles irgendwie durchsuchen. It is Red Bull. Wie schön. Kann ich mir einen mitnehmen? Ich glaube, das für mein Herz war nicht mehr so gesundheitsfördernd. Und ich konsumiere ja. Ganz viel Kaffee. Anstatt Energies, weil Kaffee aus meiner Sicht einfach besser schmeckt. Wo ist denn die letzte rote Blume? Ich will da nicht rein. Muss ich da vielleicht rein, um die letzte rote Blume zu bekommen? Ich glaube, ich muss hier rein. Einmal. Zweimal. Motherfucker, nö. Ich mag diese lauten Töne nicht. Er steht einfach in der Mitte von diesem. Werde sie jetzt schnell abschlachten versuchen, ohne dass es funktioniert. Vielleicht funktioniert es, wenn ich es komplett falsch mache. The Sad Human. Aber übrigens wollt ihr was Lustiges wissen. Ein Papierhersteller heißt Papyrus. Oh, for Betty Papirgetti oder was? Das klang in meinem Kopf witziger, wie es jetzt gerade klang. Muss ich gestehen. Rote Blume. Hat die Rieke jemand eine rote Blume? Oder eine Spende? Ah, wirklich rote Blume. Lel. Was geht jetzt bei Flowey ab? Oh, what the fuck, Flowey? Are you insane, mate? Headshot King of what the fuck, motherfucker, nee. Oh, das Spiel ist wieder geschlossen. Ich würde behaupten, das war's jetzt mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr mich unterstützt wollt. Teilt dieses Video mit Freunden, Verwandten und Familie. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Peace out.